Triggerwarnung. Der Entwickler beschreibt die Inhalte wie folgt. Dieses Spiel kann Inhalte enthalten, die nicht für alle Altersgruppen geeignet sind. Es enthält Darstellungen von Gewalt und Verbrechen und behandelt politische Themen wie Extremismus. Falls du dich angesprochen fühlst, schaue dieses Video nicht an. Gut, dann hätten wir das auch. Die Frage ist halt, wie konnte er das, oder Hancock, wie konnte Hancock das rausfinden, also Harrison, ne? Und der Eingeweihte, wie konnten die das, ich verstehe das immer noch nicht, also das tut mir für ihn echt leid. Also für ihn tut das echt leid, unserem Kollegen, ne? So, Günther Ahrens, alles führt zu Günther Ahrens. Gut, dann schauen wir mal. Oh, wir haben hier einige. Gut, dann fangen wir erstmal hier an, ne? Ford muss sich erneut versammeln. Von Günther Ahrens. Aber der ist doch tot. An Cassandra Watergate, Joseph Lanley, Julie Kieran, Hessen und Nina Matanova. Mitglieder vom Ford, meine lieben Freunde. Wie alle bereits aus erster Hand erlebt hat, werden wir von der Regierung belagert. Sie haben uns angeprangert, uns Terroristen geschimpft und die Öffentlichkeit gegen uns aufgebracht. Damit ist heute Schluss. Ihre Tage sind gezählt. Ich habe einen Plan, aber damit er aufgeht, müssen wir uns treffen. Wie in alten Zeiten, als wir unser Treffen im Café Chestnut abgehalten haben. Wir werden um Punkt 16 Uhr eine Telefon... Ah, hier. Abhalten. Eine Versammlung? Wir wissen, dass Abraham Goldfields tot ist. Jemand muss sich als er ausgeben. Das ist glasklar. Eigentlich ist das eine Frau, eigentlich würde ihr... Aber ich mache jetzt einfach so, ja, eine Versammlung, weil es so auf Ernst. Wir müssen schnell verhandeln und so viele Beweise wie möglich sammeln, bevor diese Versammlung beginnt. Ford beabsichtigt sicherlich nichts Gutes. Wie Sie wissen, ist die Verarbeitung von Data Chunks zeitaufwendig. Ich schätze, wir haben noch Zeit für etwa 20 Data Chunks. Gehen Sie überlegt vor. Oh, 20 Data Chunks Upload verbleibend. Okay. Okay, now is serious shit, ne? Weil ich mir bewusst bin, dass ein persönliches Gespräch für uns nicht funktionieren wird. Ihr müsst keine Angst vor Überwachung haben. Ah, weil ich mir bewusst bin, dass ein persönliches Gespräch für uns nicht funktionieren wird, weil er ist ja nicht er. Aber er war ja bei den Treffen dabei, aber wer ist er? Ja, sie kapiert nicht. Ihr müsst keine Angst vor Überwachung haben. Es wurde sich um alles gekümmert. Ich werde euch kontaktieren. Begebt euch an einen sicheren Ort. Seid bereit. Abraham Goldfels. Okay, dann müsste er, ne? Genau, das hat er da bekommen. Hallo? Achso, ich will immer da zurückgehen. Abtauchen. Martha. Du hältst mich echt für völlig bescheuert, was? Er sagt mir nicht, wohin du gehst, weil du abtauchen musst. Dann gehst du Stunden später noch nicht an dein Handy. Also, ich habe Perse angerufen und nach dir gefragt und sie sagt, du warst gestern Abend im Cybercafé Chestnut. So. Sie meint, du wärst reingestürmt und hast dann wütend irgendwas auf deinem PC gehämmert. Wahrscheinlich dieser unmögliche Blogbeitrag, von denen in den News berichtet wird. Dann bist du wieder raus, nur um dann wen zu treffen? Juliet? Bedeutet das, dass du wieder was mit dieser beschissenen Gruppe machst? Und mit ihr? Ich kann es verdammt nochmal nicht glauben. Also versuche ich jetzt E-Mails zu, damit du mir nichts mehr auswählen kannst. Wir beide sind fertig miteinander. Okay, das ist nicht wichtig, das können wir deaktivieren. Das würde ich als wichtig empfinden, dass der da war. Komm. Hier hat Harrison und Donald also seine schmutzigen Sachen gemacht. Vermutlich dachte er, wir können ihn so nicht aufspüren. Nun, wir werden ihn aufspüren. Ja. Ich habe die Informationen, die wir über die verbleibenden Verdächtigen haben, bezüglich des Ausgebens als Abraham Goldfels durchgesehen. Wir haben Informationen aus einer zufälligen Quelle erhalten, dass O'Donnell wahrscheinlich der Kopf von Ford ist. O'Donnell hat die Bombenanschläge vorhergesagt. Das allein macht ihn schon verdächtigt. Wir haben keinen Anhaltspunkt, warum O'Donnell die Beiträge aus dem Ford-Block und seiner Timeline versteckt hat. Wir müssen auch klären, warum O'Donnell so oft in einer Drogerie einkauft. Vielleicht hat er Materialien zu Bombenbau zur Verfügung gestellt. Das stimmt. Warum sollte O'Donnell über zwei Krankenversicherungen verfügen? Es ist offensichtlich, dass Harrison O'Donnell durchaus Teil der Bonner Bombenschläge sein könnte. Er ist wahrscheinlich derjenige, der sich als Goldfels ausgibt. Ich möchte, dass sie das beweisen und ihn für immer hinter Gitter bringen. Ja, wir arbeiten daran. So, genau, das haben wir ja hier.
So. Das hat er an sich selber geschrieben, oder was? Okay. Achso, ausgehendes Gespräch. Es tut mir leid. Nina, es tut mir wirklich leid, dass ich die Ermittler auf dich jetzt habe, aber ehrlich gesagt hast du den Rahmen unserer Warte mal, die Bomben waren als Warnung für die gleich. Achso, das hatten wir schon gelesen, ne? Ja, das hatten wir schon mal gelesen. Warum wird das da nochmal angezeigt? Gut, mehr hatten wir hier nicht. 19 Data Chunks haben wir noch. Hier haben wir auch erstmal nichts. Lobby. Ich gucke erstmal nochmal hier unten, aber hier, ne? So. Dann schauen wir mal. Hello World, das Internet ist wie ein Kastanienbaum, der immer wächst, sich verzweigt und ausbreitet. Jeder hat das Recht, in seinem Schatten zu wohnen oder sich zu entspannen und wir sorgen dafür, dass du dein Recht bekommst. Brauchst du das Web? Können wir. Akku leer? Lad ihn hier auf. Nur Zugang zu einem PC? Geht auch klar. Bring dein PC mit oder nutz einen von unseren. Du findest uns auf dem Stelling Campus Komplex D, neben dem eigentlichen Café. Alles, was worum wir dich bitten, ist eine gelegentliche Spende, Bargeld oder Zeug, was gerade passt. Das ist schon alles. Ready. Okay, wir hosten mehr als 2048 Computer. Sieht sie Bürger, okay. Lobby, Highscores. Was ist das primäre Ziel? Das Spiel zu gewinnen. Wir vergeben Punkte für die Zeit, die du in unserem Café verbringst. Für Spenden von Zeug oder für das unterstützt der guten, oder das Unterstützung der guten Sache durch irgendwas anderes. Ein herzliches Dankeschön geht raus an, denk Frank, 11 Milliarden, ne? 11 Milliarden Punkte, Hancock. Oh, der ist zweiter Platz. Hancock, Robot Lady, Planet Death 0. Okay, Honeypot. Okay, bringt uns aber nichts weiter. Hosts. Lern deine Host kennen. Leona, aka Persephone, Gründerin und Chefin des ganzen Haufens. Ahmed, aka Rattlesnake, Superadmin und rundherum Supertyp. Martha, aka Wicked Witch. Okay, das ist doch hier, ne? Sie lässt Getränke und Bits fließen. Ehrenhost, aha, Harrison, aka Hancock, ehemaliger Admin und gut aussehend. Mitarbeiter des... Okay, das ist natürlich schon mal gut. Dann können wir vielleicht auf die... Vielleicht Mitarbeiter-Website irgendwie so, ne? Neues Profilbild brauchen wir nicht. Ne? Okay. Hier können wir auch noch drauf gehen. Lenore, Beitragspunkte nicht gezählt, aktiver Host. Letzter Beitrag nicht verfügbar. Registrierte Geräte, PC oder bla 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 bla, okay. Was uns natürlich interessiert, wir können gerne nochmal hier schauen. Von Ahmed, ne, ist uns ja hier bla bla bla. Aber wir wollen ja hier, ne? Von Wicked Witch können wir auch nochmal schauen. Paletten. Oh, spendete 2 Paletten mit alkoholfreien Getränken. Sehr schön. Nice. Aber wir wollen ja hier von unserem Kollegen, ne, unserem Ehrenhost gucken. Hancock. So. Das ist das, was wir haben wollen. So, spendete 50 The National Beholder Mauspads. Oh, auch sehr schön. So. Tipp, 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 tipp. Wo zum Teufel steckst du denn? Warum bist du von Ape zu Hause abgehauen? Unser Plan war doch, uns irgendwo zu verstecken, bis wir nicht mehr Staatsfeind Nummer 1 sind. Nummer 1 und 2 sind. Ja, das war bevor ich rausgefunden habe, was für ein Mist du gebaut hast. Tipp, 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 tipp. Du hast einen Mitarbeiter der Regierung auffliegen lassen. Schau dir mal genau an, was du damit ins Rollen gebracht hast. Die sind jetzt erst recht hinter uns her. War das nötig? Guck in den TNB. Wir haben jetzt eine Anhängerschaft. Wenn die uns verknacken, gibt es einen Aufschrei. Tipp, 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 tipp. Diese wahnsinnig große Menschenmenge mit ihren Wimpelchen wird gar nichts aufhalten. Wir verschwinden einfach, wenn die uns kriegen. Deswegen musste ich auch weg. Hast du Abrams Mail gekriegt? Ja, das ist verrückt. Ziemlich. Auf einmal ist er wieder da mit einem Plan in der Tasche. Ich kann das kaum fassen. Wo war er die ganze Zeit? Tipp, 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 tipp. Wirst du bei dieser Versammlung dabei sein? Tipp, 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 tipp,
Natürlich! Wenn Abe wieder da ist, müssen wir dabei sein! Ich werde mich irgendwo verstecken! Ich kann mich mit meinem Notebook einwählen! Du solltest dasselbe machen! Aber versteck dich irgendwo, wo du schon mal in den letzten 24 Stunden war! Das checken sie vielleicht zuerst! Werd dann trinken! Mein verfluchtes Handy ist weg! Einfach futsch, seit heute früh! Du hast das nicht zufällig gesehen? Ach Mensch, kannst du nicht mal auf deinen Kram aufpassen? Nein, ich habe dein Handy nicht gesehen! So eine Scheiße. Ich habe schon versucht, es zu orten, aber es sendet einfach nichts. Wahrscheinlich ist der Akku leer oder so. Naja, egal. Muss dann halt ohne gehen. Bis zur Versammlung. Ja, dann bis zur Versammlung. So, hat sein Mobiltelefon verloren. 17 haben wir noch. Wir gucken erstmal hier. Wie Sie vielleicht mitbekommen oder auch nicht mitbekommen haben, war ich in der Vergangenheit Mitglied einer Gruppe namens Ford. Ich dachte, ich könnte Ihnen das genauso gut direkt unter die Nase reiben, bevor ein Dataminer das für mich macht und dabei Scheiße labert. Ja, lass Sie doch Scheiße labern, wenn Sie nutzlose Scheiße so gern haben. Es war einmal ein beknackter Punkt, der eine Aktivistengruppe aufbauen wollte, aber dadurch fürchterlich scheiterte. Und die Moral von der Geschichte: Aktivismus lohnt sich nicht, weil es einfach keine Sau interessiert. Wenn Sie vielleicht mitbekommen oder auch nicht mitbekommen haben, besteht die Chefredaktion des CNB aus einem Haufen von Schwanzlutschern. Tja, jetzt wissen Sie es. Sagen Sie später nichts, Sie wären nicht gewarnt worden. Okay, sagen Sie nicht, dass Sie gewarnt wurden. Sis, dann schauen wir mal, wo er war. Er hat nach Benjamin Costigan gesucht. Wo ist mein Telefon? So, Smartphone. So, hat nach Dings gesucht. Nehmen wir das auch noch mit rein. Das bestätigt, dass Harrison und Donald hinter der Offenlegung steckt. Aber das wussten wir ja schon. Ja. Aber ich wollte kurz nochmal eben hier. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig. Obwohl das... Ja, das ist ja egal. Wir wollen ja hier Harrison, ne? Hat sein Mobil, okay, das wissen wir jetzt. Desktop, dann schauen wir nochmal persönlich. Ich liebe dich, Hancock. Oh, das ist schön. Okay, Nachricht an den großen Hancock. Carrington. Das interessiert uns nicht. Das ist noch ein Alias. Aber wir haben ja, ne? Finden Sie heraus, wer sich als Gunther A. ausgegeben hat und fügen Sie dessen Profil jeden in Frage kommenden Unterschlupfort hinzu. Achso. Gunther Irons ausgegeben hat und fügen Sie dessen Profil jeden in Frage kommenden Unterschlupfort hinzu. Okay, also das nicht. Hey du! Ich wollte nur für deine Unterstützung mit meinem Blogbeitrag für The Ford danken. Ich habe das Gefühl, dass Nina mich nicht wirklich mag. Und ich hoffe, dass ich nichts Falsches gemacht habe. Ehrlich gesagt macht sie mir ein wenig Angst, weißt du? Ich wollte ihren Platz bei Ford nicht wegnehmen. Wenn du willst, können wir uns morgen im Café Chester treffen und über unseren großen Erfolg bei Selling sprechen. Oder das nächste große Ding. Oder alles andere außer Nina. Ich meine, ich studiere auf dem Campus, du arbeitest eh da. Also sind wir ja quasi Nachbarn. Wäre das okay, Juliet alias Dixon? Okay, das interessiert uns nicht. Hier, guck mal, Live-Trust-Rechnung. Na, Freunde, ne? Dienstleistungen. Das ist hier die, ne? Krankenversicherung. Aber das bringt uns nicht weiter. Plusversicherung hat eine Familienkrankenversicherung. Ich weiß nicht, ist das... Ich weiß nicht, ne? Ich kann es ja noch erstmal lassen. Schauen wir mal auf dem Handy. Koortung. Mögliches Versteck. Offen, das sollte die letzten 24 Stunden werden angezeigt. Da könnte er sich womöglich verstecken, weil er ja da wohnt. Das könnte sein. E-Mails. Ah, guck mal. Ja. Also war es Harrison und Donald. Gut gemacht, Ermittler. Stellen Sie sicher, dass wir alle relevanten Orte, an denen er sich verstecken könnte, in seiner Akte haben, damit wir ihn verhaften können. Ja, alle relevanten Orte. Also ist erst Galerie. Neues Profilbild brauchen wir nicht.
Ein neues Profil von Juliet. Okay, ja, das interessiert uns nicht. Angela und Harry. Kontakte. Denton, Eddie, Jules. Ja, vielleicht sollten wir das vielleicht nochmal mitnehmen, oder? Ah, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. 14 haben wir noch. Skychat. Hey Judy, alles Gute zum Geburtstag, hat einen schönen Tag. Hey Harrison, vielen Dank dir. Ich werde den ganzen Tag mit Huxley am Flussufer abspannen. Dringend notwendig. Also wirst du nicht feiern, nehme ich an. Nee, dafür bin ich wohl langsam zu alt. Was? Wo ist Party Hard Jude? Was hast du mit ihr gemacht? Sie ist einen langsamen und qualvollen Tod irgendwo zwischen zwei Clubs an diesem einen Wochenende gestorben, falls du dich erinnerst. Och, tut mir leid, nicht. Ja, dachte ich mir schon. Wie auch immer, macht ihr auch einen schönen Tag. Hau rein. Danke für die Blumen. Hatte ich vergessen. Achso. Ach, dass du immer noch drüber lachen kannst. Tut mir leid, Mama. Ich schaff's heute nicht nach Hause. Lebt bei seiner Mutter, interessiert uns nicht. Obwohl, lebt bei seiner Mutter. Aber sie wohnt doch nicht auf dem Dings, oder? Morgen werde ich aber kommen, versprochen. Falls etwas passiert, hol Jake rüber. Du rufst Jake rüber, okay? Sag mir, ob du verstanden hast, bitte. Okay. Okay. Super, hab dich lieb. Wann kommst du? Ich komme nicht. Achso, ich komme nicht. Brauchst du... Nein, mein Gott, Alter. Ich komme nicht. Brauchst du was? Geht's dir gut? Geht mir gut. Kommst du? Mama, ich komme heute nicht. Ich werde woanders übernachten. Aber es geht mir gut. Ist Jake bei dir? Jake hier, ist alles okay? Oh Mann, vielen Dank, Jake. Nicht zu danken. Ich werde heute irgendwo anders übernachten. Ah, guck mal, M-Babe. Heute Abend treffen bei Salvador's. Klaro, genau, um 8. Um 8, genau. Bleibst du heute Nacht wieder? Worauf du dich verlassen kannst. Herz, ich werde jetzt meine Schicht im CCC absitzen und um 6 da sein. Weißt du noch, als wir zusammen bei CCC waren? Mann, das waren noch Zeiten. Du hast die ganzen Jungs angelockt und ich habe sie wieder vergrault. Wir waren ein ziemlich gutes Team, Baby. So, guter Kopf, böser Kopf mäßig. Und ich liebe den bösen Kopf. Oh, scheiße. Was ist denn los? Muss mich eine Weile verpissen, melde mich bald wieder. Okay. Du könntest mir aber auch sagen, was los ist. Ich komme heute nicht wieder. Was? Warum nicht? Sag mir nicht, dass du mit Juliet unterwegs bist. Nein, bin ich nicht. Ich muss jetzt eine Weile abtauchen. Abtauchen? Warum abtauchen? Glaub mir, muss sein. Du bist manchmal so ein Arsch. Böses Smiley. Wir sprechen uns später. Fick dich! Ja, demnächst mal. Okay. Versteckt sich irgendwo, wo sie in den letzten 24 Stunden nicht gewesen ist. Was? Aber versteck dich irgendwo, wo du schon mal in den letzten 24 Stunden warst. Das checken sie vielleicht nicht. Das checken sie vielleicht zuerst. Hä? Das macht keinen Sinn. Versteckt sich irgendwo, wo sie in den letzten 24 Stunden nicht gewesen ist. Ah. Hat sie das vielleicht so geschrieben, damit sie uns ablenken kann? Boah, das ist jetzt hier der Eingeweihte. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht schon wieder so. Oh nein, bitte nicht. Warte mal, das hatten wir doch schon. Nämlich der Eingeweihte. Ah nee. Klopf, klopf. Wer ist da? Nenn mich der Eingeweihte. Ah, du bist dieser Hacker-Typ, von dem Harrison gesprochen hat, stimmt's? Genau. Also hast du da Fortblock gehackt? Du hast uns beobachtet? Warum? Was willst du? Was ich will? Ich will wissen, was mit Fort passiert ist. Diese Anschläge haben mich wachgerüttelt und ich kann einfach nicht rausfinden. War es Fort? War es ein Regierungsding? Hör zu, ich weiß das auch nicht, tut mir echt leid, aber bei uns geht gerade alles ziemlich im Bach runter. Wenn du irgendwie helfen kannst, mach es bitte. Ich fürchte, meine Hilfe hat es euch dahin erst gebracht. Ach, du warst das mit Doxing von diesem Kostigen. Harrison meinte, du würdest uns nicht helfen wollen. Du solltest nicht so offen schreiben, hast du schon vergessen, was abgeht?
Stimmt, sorry. Kannst du das vielleicht nochmal machen, was du da gemacht hast? Nope. Die werden mich auf jeden Fall zurückverfolgen. War letztes Mal schon haarscharf. Ich brauche erstmal Infos über dieses Ding. Im Moment sehe ich da keinen Weg. Mist! Also, was habt ihr vor? Oh, du weißt das noch nicht. Abraham Goldfels, der Fortgründer, hat uns eine Nachricht geschickt. Fort soll nochmal zusammenkommen. Was? Ey, bist wieder da? Ja, und er hat sogar einen Plan, sagt er. Du kennst ihn. Quasi. Woher? Nur zufällig. Hey, wenn du Abraham kennst, warum kommst du nicht auch zu dieser Versammlung? Die soll heute um 16 Uhr sein, als Konferenzanruf. Sag mal deine Nummer, dann lade ich dich später auch ein. Nein. Thanks, aber nein, danke. Klingt nach einer Falle. Ihr solltet auch nicht dabei sein. Ich bin mir echt sicher, dass es kein ist. Die Mail klang ziemlich echt. Aber mach, wie du magst. Werde ich. Viel Erfolg dann mit diesem Versammlungskram. Viel Glück dir auch. Vielleicht findest du ja raus, was hinter allem hier steckt. Ich denke, das kannst du brauchen. Okay, pass auf. Ich würde jetzt gerne... Werden angezeigt. Mögliches Versteck. Wir nehmen einfach... Das sind 5 mögliche Verstecke. Wir nehmen die einfach mit rein. Sagt sie was dazu? So, zack. 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 Und zack. Und zack. Und hier auch nochmal mögliches Versteck. Die Hälfte unserer Zeit ist um. Bleiben Sie gewissenhaft und wachsam. Okay, vielleicht hätte ich das mal lassen sollen. Aber wir haben es hier wenigstens drin jetzt. Verlauf Browser Hist. Okay. Okay. Das bringt uns nicht weiter. Das bringt uns nicht weiter. Fuck it, fuck it, fuck it. Die offene Tür. Eingeweihter, ich muss mich bei dir entschuldigen, dass ich so lange geschwiegen habe. Ich habe im Verborgenen einen Plan ausgearbeitet. Heute muss ich deine Hilfe in Anspruch nehmen, um ihn in die Tat umzusetzen. Ich bin mir deines Leistungsvermögens und deiner Fähigkeit bewusst. Du musst aufhören zu versuchen, mit dem Kopf durch die Wand zu wollen. Renne stattdessen besser offene Türen ein. Hier ist, wo du eine findest. Heute um 16 Uhr. Hat einen Plan unter Einbeziehung von der Eingeweihte ausgearbeitet, der Eingeweihte in Kontakt. Ah, fuck. Das ist alles sehr schwierig. Wir haben noch 9 Dinger. Das macht keinen Sinn. Das deaktivieren wir mal. Huch. Vielleicht das Plusversicherung März. Hat eine Familienkrankenversicherung. Ich weiß nicht, was uns das sagen. Ich weiß nicht, aber sie hatte das ja als Frage gestellt. Warum sollte jemand wie O'Donnell eine Krankenversicherung für ein Familienmitglied besitzen? Ich glaube, der wird sich da verstecken. Nee, da war es nicht. Können wir das nicht, oder war das nur als neues Profilbild? Ja, das ist ja seine Mutter. Warte mal. Wir könnten herausfinden. Scheiße, wir haben nur noch 8, ne? Ah, ich weiß nicht, ob das richtig war. Verdammt nochmal! Ich glaube, das werden wir nicht schaffen. Kacke. Ich weiß nicht, ob ich darüber noch irgendwas herausfinden kann über die Handynummer. Gut, behalten Sie auch Sie im Auge.
Okay. Und dann mache ich hier auch nochmal. Dann haben wir noch eine 6, aber dann haben wir wenigstens die Telefonnummer schon mal. So. Victor Rosen. Okay. Carrington? Juliet, hier ist Victor. Oh, hey Victor. Ich habe gerade mit Maria gesprochen. Wieso sind Sie nicht auf der Arbeit? Oh, ich habe aber doch gemeldet, dass ich krank bin. Haben Sie nicht... Nein, haben Sie nicht. Stattdessen waren Sie das ganze Wochenende hier, sagt der Time Tracker. Ach so. Stattdessen waren Sie das ganze Wochenende hier, sagt der Time Tracker, obwohl sie da keiner angewiesen hat. Das war im Büro von Rosentechnik gewesen, obwohl sie nicht angewiesen wurde, Überstunden zu machen. Und jetzt, wo Sie hier sein sollten, sind Sie nicht da. Außerdem, was bitte ist S-Pill für ein Gerät, das auf Ihrem Account angemeldet ist? Diese ID gehört zu einem in der Firma nicht zugelassenen Gerät. Sie werden diese Unregelmäßigkeit erklären, in meinem Büro, so schnell wie möglich. Ich glaube nicht. Okay, warte mal. Wir haben noch 6 Dinger. Da haben wir das Handy. Sie war das ganze Wochenende da. Warte, wir haben noch das hier. Schauen wir mal. Scheiße, ich hätte die Dings nicht mit reinnehmen sollen, ne? Die Orte. Anwaltskanzlei! Josef! Cassie! Sie haben mich rausgelassen. Ich darf gehen. Wow, das ist ja fantastisch. Ich kann es gar nicht glauben. Du hast ja sicher deine Finger im Spiel gehabt. Vielleicht ein bisschen. Wer weiß. Danke, 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 danke. Warte, ich komm vorbei und sammle dich ein. Sicher, dass du nicht arbeiten musst? Die Arbeit kann auch mal warten. Moment, Moment, was ist denn mit dir passiert? Bist du noch derselbe Joseph Langley? Das ist eine längere Geschichte, die erzähle ich dir, sobald ich dich abgeholt habe. Ich freue mich so drauf, dich zu sehen. Ich bin ungefähr in 20 Minuten da. Bis gleich. Ja, und das kann gar nicht gleich genug sein. Okay, tschüss. Not alone with my glass. Reunite a couple, okay. Okay, pass auf, wir können jetzt auf ihr Handy zugreifen. Okay, wir gucken erstmal Gallery. Neues Profilbild, okay. Skychat. Hey Jules! Achso. Hey Jules, was geht? Alles klar? Hey Cassie! Ja, das ist ganz gut. Die Arbeit schreitet etwas, aber was ist daran schon neu? Heute ist Freitag, Zeit zum Abhängen! Kein romantisches Abendessen mit Josef geplant? Ach, du weißt doch, wie er ist. Immer nur mit der, nur die Arbeit im Kopf. Ja, wenn das so ist, warum nicht? Geil, das ist meine Jules. Wie wär's mit Haunted House? Wollen wir da hin? Du und Haunted House? Hatte ich heute Nacht wer ausgetauscht? Das ist zwar ein fetter Umweg zu meinem Weg in die Stadt, aber scheiß drauf, Jules will ins Haunted House. Hä, warum nimmst du nicht die 9B? Du weißt doch, dass ich den Platz nicht mag. Ach ja, sorry. Obwohl es viel schneller ginge, über den Freiheitsplatz zu fahren. Also echt viel schneller. Wer Freizeitkasse Watergate vorgeschlagen, nimmt jeden Tag. Ja, das kennen wir ja. Ja, ich weiß, ist schon ziemlich ehrlich, von einem Ort Angst zu haben, meine ich. Achso. Meine ich. Lass deine Vergangenheit nicht über dich bestimmen, wohin du gehst, entscheidest nur du. Puh, ja, okay, hast recht, ich werde es versuchen. Brave Cassie, das klingt bei dir, als wäre ich ein Hund oder so. Immer noch dabei beim Haunted House. Aber sicher. Süße, ich mag, wie du euerdings drauf bist, das muss ich schon sagen. Super, Miss Watergate, ziehen wir es durch. Okay. May Carrington. Hey Schwesterchen, wie läuft's so? Du da? Oh, hey May, ja, mir's gut. Ist ja fantastisch. Bereit für ein Meet and Greet mit deiner seit ewig verschollenen Schwester nächste Woche? Bin da Mittwoch in B-Town und bleib für 3 Spitzmusiktage im A+D-Hotel. Du übernachtest nicht zu Hause? Oh Gott, nein. Ich schau einmal vorbei und das ist schon eine Überdosis-Familie. Also, treffen wir uns oder was? Okay, ich bin dabei. Ich melde mich bei dir, wenn ich weiß, wann ich frei habe. Coolio. See ya, kleine Schwester. Wir sehen uns. Oh Gott, Alter. so. Dad. Juliet, wo bist du? Hey Dad, ich bin auf der Arbeit. Es ist so ein schöner Sonntag, also haben wir uns überlegt, heute Abend ein Familiengrill zu veranstalten. April ist schon da. Ich glaube nicht, dass ich es schaffe. Tja, dein Pech. Warum arbeitest du inzwischen eigentlich fast jedes Wochenende? Habt ihr eine Deadline verpasst oder so? Ach, wir haben hier dieses neue Projekt, das kurz vor der Veröffentlichung steht. Alle machen Überstunden im Moment. Was ist das für ein Unternehmen? Das sollte verboten werden. Ich hoffe, du bekommst die Überstunden berechnet. Das war keine gute Entscheidung, diesem gruseligen Abraham hinterherzulaufen, nur weil er bei Rosentech gearbeitet hat. Heißt das... Technologisch gearbeitet.
heißt das noch lange nicht, dass er das auch für dich ein guter Arbeitsplatz ist. Dad! Was? Ernsthaft jetzt? Halt deine verdammte Fresse! Ich habe eine richtige Entscheidung getroffen. Ich weiß genau, was ich dazu richtig tue. Wie kannst du es sagen, so mit mir zu reden? Denk nicht einmal daran, nach Hause zu kommen. Du wirst es verstehen. Ich bringe dich dazu, es zu verstehen. Okay, halt einfach deine... Oh, Alter, wie ist die denn gegenüber dem Fahrer? Also, hallo? Was ist denn los?